Schon wieder Mittwoch, was? Okay, ein neuer Vlog. Und womit fange ich an? Mit der Grenzenlosigkeit menschlicher Dummheit. So sehr ich öffentliche Verkehrsmittel auch hasse, manchmal liebe ich es einfach, in der Straßenbahn zu sitzen und total dämliche Gespräche mit anzuhören. Und genau das ist mir jetzt wieder passiert, denn da waren zwei Mädchen, ich weiß nicht wie alt, relativ jung, die haben sich über Kinofilme unterhalten. Und die eine meinte zur anderen, sie würde sich gerne Les Miserables angucken. Und die andere meinte, ach, dieses Musical. Tja, und dann meinte die zweite wieder, naja, meine Mutter hat sogar das Buch im Regal, es wäre ja mal ganz interessant, das zu lesen. Und in dem Moment dachte ich schon innerlich so, yay, sie möchte ein Buch lesen, Wahnsinn. Dann hat die andere das wieder kaputt gemacht, indem sie meinte, ernsthaft, die haben ein Buch zum Film geschrieben? Lass das einsinken, ein Buch zum Film geschrieben? Nein, haben sie nicht, meinte dann auch das erste Mädchen. Sie hat ihr dann erklärt, dass der Film auf einem Buch basiert. Woraufhin die andere wieder meinte, das geht doch gar nicht. Das ist doch ein Musical. Wie soll denn das in Buchform überhaupt? Und so und alles. Und in dem Moment, genau in dem Moment, wäre ich am liebsten da hingegangen und hätte gesagt, hallo, kennst du nicht diese Geburtstagskarten, die man so aufklappt und dann fangen sie an, Happy Birthday zu spielen oder so? Ganz genau so ist das auch mit diesen Musical-Büchern. Ich meine, das ist bei Phantom der Oper genauso. Moment. Funktioniert. Achtung. Richtig. Da habt ihr es gehört. War uns doch schon allen klar, dass das genauso läuft und von daher verstehe ich nicht, wo ihr Problem damit ist. Also Musical-Bücher gab es schon immer. Da hat Victor Hugo schon vor vielen, 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 vielen Jahren praktisch das erste Hörbuch erfunden. Aber weg von der menschlichen Blödheit und hin zu meinen Neuzugängen, denn davon habe ich tatsächlich ein paar in letzter Zeit bekommen. Und ich lese auch schon fleißig dran. Das erste wäre nämlich zum Beispiel Beta von Rachel Cohn. Voice. Hier. Ich bin, man kann es sehen, fast durch. Also mir fehlen keine 100 Seiten mehr. Und ich weiß nicht, ganz vom Hocker gehauen hat mich das Buch bis jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Ansonsten ist es vielleicht ganz interessant für Leute, die gerne Science Fiction bisschen dystopisch angehaucht lesen. Außerdem, ihr habt es vielleicht schon in meinem letzten Video gesehen, da hat das Buch ja schon gleich die Hauptrolle gekriegt, habe ich mir endlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter geholt und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, es zu lesen, weil ich bis jetzt wirklich nur Gutes gehört habe und ich meine, seit ich mich auf YouTube rumtreibe, kenne ich ja natürlich die Vlog Brothers und John Green ist ja einer davon und ich habe noch nichts von ihm gelesen, obwohl ich sagen muss, ich finde schon in den Videos seinen Humor einfach genial. Und naja, ich weiß, das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema hier, aber ich erwarte trotzdem, dass das Buch nicht bloß traurig ist, sondern einfach schön. Wenn ihr es schon gelesen habt, könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr es fandet. Tja, das letzte Buch, was ich noch bekommen habe, da muss ich meinem Bruder und meiner Schwägerin wohl danken. Das ist noch ein Weihnachtsgeschenk gewesen und zwar das True Blood Kochbuch. Bis jetzt habe ich noch nichts daraus nachgemacht, aber ich fand ja schon so genial. Das ist nicht ein einfaches Kochbuch, sondern hier gibt es auch Cocktailrezepte drin, ja, Backrezepte und natürlich, wer hätte das anders gedacht, ganz viele Bilder aus der Serie. Als treuer True Blood Gucker bin ich natürlich auch hier gespannt, ob man da irgendwas draus nachmachen kann und ob es dann auch schmeckt. Ich vertraue meinen eigenen Kochkünsten ja meistens nicht sonderlich. Aber ich probiere es mal. Tja, mehr Neuzugänge habe ich gar nicht, zum Glück, denn irgendwie wird mein Sub immer größer. Ich komme im Moment unheimlich wenig zum Lesen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber gut, das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Worüber ich dann noch mit euch sprechen wollte, wäre das neue Lovely Books Design. Und zwar habe ich jetzt, gestern war das glaube ich eine, also
für euch dann, das Video kommt ja erst morgen, das heißt, Montag habe ich eine E-Mail bekommen mit den Zugangsdaten zur Testversion und ich habe mir das mal angeschaut und ich muss euch sagen, das sieht wunderbar aus. Das neue Design ist richtig toll, es ist irgendwie sehr ansprechend, gemütlich, freundlich und ich freue mich schon sehr drauf, wenn es dann wirklich online geht. Falls ihr also noch nicht bei Lovely Books seid, dann meldet euch spätestens dann an, denn ja, um sich über Bücher auszutauschen und seine eigene Bibliothek zu verwalten, ist das natürlich wunderbar. Und gerade mit dem neuen Design, glaube ich, wird das nochmal richtig, richtig viel Spaß machen. Vielleicht habt ihr auch schon den Testzugang gesehen und könnt mir ja mal sagen, was ihr vom Design haltet. Ich mag es auf jeden Fall. Tja, und das Letzte, es ist also ein sehr kurzer Vlog heute, wäre dann, dass ich euch bitten würde, mir eure Lieblingsbuchzitate zu sagen. Ich habe schon auf meiner Facebook-Seite ein bisschen rumgefragt, aber ich brauche natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Wofür verrate ich noch nicht. Das wird dann vermutlich in einem späteren Video, so ungefähr in 2 Wochen, glaube ich, aufgelöst. Und bis dahin brauche ich ganz, ganz, ganz viele Lieblingsbuchzitate von euch oder einfach nur Zitate von Autoren, Schriftstellern. Was euch gerade einfällt, das sollte halt nur irgendwie mit Literatur zu tun haben oder eben aus einem Buch sein. Und ja, was euch gefällt. Tja, war es das schon? Ich glaube, das war's schon, Leute. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht's gut und schöne Woche noch.